Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Stonehearth mit mir, dem Vasco. Das ist jetzt mittlerweile schon der vierte Aufnahmeversuch, weil das Spiel einfach noch zu buggy ist. Das ist mir wirklich dreimal abgestürzt, entweder beim Laden, beim Generieren von der Welt oder als ich eine Mauer bauen wollte. Also da stürzt das Spiel irgendwie immer ab. Ich möchte euch trotzdem mal zeigen, was es Neues gibt. Bisher auf jeden Fall keine Kaufempfehlung von Stonehearth, also das möchte ich hier ganz klar nochmal feststellen. Aber es gibt viele tolle Neuerungen und die möchte ich mal zeigen, weil das Spiel einfach sehr vielversprechend ist und wer das Ganze unterstützen will, der kann es natürlich kaufen. Aber spielbar ist es im Prinzip leider noch nicht so ganz. Echt ein bisschen schade, aber ich zeige euch einfach mal, was es Neues gibt. Es hat sich viel getan. Wir sind in der Alpha 4, glaube ich. Stand zumindest im Menü. Und wir können jetzt hier zum Beispiel uns einen Namen ausdenken, wie zum Beispiel, wie nennen wir unsere Stadt? Grobold. Premium, oder? Grobold. So. Okay, hier nochmal das Tutorial, bla bla bla. So, wunderbar. Okay, das kennen wir ja bisher schon. Man kann, also zumindest habe ich es nicht hingekriegt, ich kann leider keinen Carpenter benennen. Ich könnte jetzt sagen, hier steht ja Choose a Citizen. Mache ich auch, aber irgendwie. Es kann sein, dass das jetzt alles irgendwie. Moment. Ah. Okay. Aber ich kann nicht auf Approve klicken. Also irgendwie, ich habe den zwar jetzt, aber es scheint nicht ganz zu klappen. Oder ich stelle mich dumm an. Keine Ahnung. Ich drücke auf ein paar Sachen, passiert nichts. Komisch. Das, was gerade angezeigt wurde, ist auch neu. Und zwar können wir hier. Oh lol. Moment. Moment. Da war es doch gerade. Ja! Okay, jetzt geht's. Geil. Gut, dass das funktioniert. Dem haben wir jetzt praktisch den Job gegeben. Bisher nichts Neues, kennt man ja. Aber das hier unten, das ganze Menü hier ist neu. Gefällt mir viel besser. Haben jetzt hier auch so Shortcuts und so. Hotkeys. Und hier sind ein paar Informationen, was gerade so in der Stadt los ist. Zum Beispiel kommt ein Traveler vorbei. Der will uns zwei, Körbe mitbringen mit Bären drin. Da sage ich natürlich nicht nein. Ach so, die sind jetzt hier schon, der kommt hier gar nicht angelaufen. Wäre jetzt geil gewesen, wenn er hier einfach herkommt und die bringt, aber okay. Dann haben wir hier Vision Modes, die werden gleich interessant. Dann können wir hier Squads, das funktioniert noch nicht, aber man kann hier wohl dann irgendwann in der fertigen Version sagen, okay, ihr beiden lauft zusammen und fällt Holz, während die anderen irgendwo anders was machen, jagen gehen, was auch immer. Hier können wir nochmal schauen, was die hier so treiben. Es gibt leider nicht mehr. Wir können nochmal hier einen Workshop hinstellen. So. Das mit dem Holzfällen funktioniert jetzt auch anders, indem man einfach hier auf diese Auswahl klickt und dann auf die Bäume. Dann kann man hier noch Zonen auswählen für die Stockpiles. Bisher auch noch nichts wirklich Neues, aber die Menüs sind halt jetzt viel geiler. Dann haben wir hier Create a Farmer to unlock this zone. Ich glaube aber nicht, dass es Farmers schon gibt. Click and drag to your stock. Click and drag to create. Die haben wir jetzt. Okay. Das hier ist Neues. Das werde ich gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Hier haben wir noch Informationen über die Stadt. Ja. Das ist Net Worth. Ich habe leider keine Ahnung, was das auf Deutsch bedeutet. Es könnten irgendwie Ressourcen bedeuten oder so, aber ich kann jetzt hier nichts versprechen. Hier nochmal Informationen und so. Und kann ich jetzt nicht irgendjemanden zum Farmer? Schade. Es ist zwar hier, aber jetzt können wir mal schauen, was hier so gibt. Carpenter, Farmer. Der Trapper, den gab es ja, haben sie wieder rausgenommen irgendwie. Oder es geht gerade nicht, keine Ahnung. Melee Fighter. Okay. The Weaver. Alles klar. Sehr interessant. Okay, so. Wird ein ganz kurzes Video. Ich möchte nochmal ganz kurz zeigen, was es Neues gibt. Weil ich finde das Spiel so süß vom Design her und so, gefällt mir das echt ganz gut. Ist, ja, erinnert so ein bisschen an Minecraft. So ein Minecraft-Strategiespiel kann man eigentlich sagen. Aber ich finde es vom Artwork auch, die Artworks, die bei den Ladesequenzen so gezeigt werden, sind einfach richtig geil. Das gefällt mir extrem gut einfach nur. Und wir können jetzt hier eben so ein Design-Custom-Building bauen. Wir haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, wie in den Versionen davor, einfach zu sagen, wir wollen hier ein Haus, sondern können jetzt wirklich unser eigenes Haus bauen. Wir können jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt hier einen Boden haben.
Dann gehen die da hoffentlich hin und bauen einen Boden. Ich werde jetzt nicht hier draufklicken. Man kann hier halt eben auch eine Wall bauen, aber ich habe es wirklich immer, als ich geklickt habe, ist das Spiel abgestürzt. Also ein bisschen scheiße. Dann können wir hier noch so ein... Können wir jetzt direkt hier drauf bauen? Okay. Eine wunderschöne Fehlermeldung. Geht anscheinend nicht. Dann haben wir hier noch... Ach geil, okay, wir haben jetzt hier Türen. Also, könnt ihr sagen, wo wir eine Tür haben oder was? Oder ein Fenster? Oder was ist das denn hier? Ich weiß nicht, was das hier darstellen soll. Keine Ahnung. Edit Undo. Ich mag Undo. Hammer geil. Aber ich würde jetzt gerne so ein Gebäude bauen, aber wenn ich hier halt immer, als ich hier drauf geklickt habe, ist das Spiel einfach abgestürzt. Das ist echt scheiße. Ich probiere es jetzt einfach. Ich verabschiede mich jetzt schon mal und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat bisher, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Aber ich probiere jetzt einfach mal, dieses Haus zu bauen. Wenn es abstürzt, dann ist die Aufnahme jetzt dann gleich vorbei. So, okay. Shift statt hier. Okay. Okay. Ich glaube, das war's auch. Also bei mir lädt jetzt hier irgendwas, aber es passiert nichts. Und jetzt ist irgendwie der Maus. Ja, das war's. Bis dann und ciao. Leider noch alles sehr buggy. Die Neuerungen sind vielversprechend, aber funktionieren einfach nicht. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, was Stoneheart noch zu bieten hat. Und hoffe, dass die Entwickler da jetzt nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen, dass da mehr Updates kommen, weil die Version wollten sie, glaube ich, dieses Jahr noch zeigen, die Vollversion, aber ich glaube, daraus wird nichts. Naja, bis dahin und ciao. Danke fürs Zuschauen.